Der FCK findet schnell ins Spiel. Mike Wunderlich mit viel Übersicht. Philipp Hercher seit Wochen in Topform. Statt einer Flanke ein Rückpass und Marlon Ritter. Der FCK im Fritz-Walter-Weinrot mit der ersten erfolgversprechenden Szene. Marc Antwerpen sieht einen guten Start. Doch sein ehemaliger Stürmer Marvin Poirier entwickelt sich zum ständigen Unruheherd. Eine gute Viertelstunde ist rum und zum ersten Mal setzt der Neuwürzburger ein Ausrufezeichen. Kevin Kraus kennt Poirier ja gut, bekommt ihn aber einfach nicht in den Griff. Dann ein Zweikampf an der Mittellinie. Klingenburg geht verletzt zu Boden. Eine Kopfverletzung, so scheint es zunächst. Und da ist man beim FCK nach den zwei Götze-Verletzungen sensibel. Aber er bekommt da nur unglücklich eine gewischt von Würzburgs Graulich. Der FCK optisch überlegen, mit schnellem Gegenpressing, aber oftmals unsortiert. Symptomatisch diese Szene, die Außenpositionen in dieser frühen Phase des Spiels nicht besetzt. Und dann wird es schwierig, zum Abschluss zu kommen. Stattdessen ein Pass ins Nichts. Der Tabellenvorletzte aus Unterfranken mit einem Eckball. Kopacz. Tobias Graulich, 0-1. 23 Minuten sind da gerade einmal gespielt. 5 Spieler in Rot, aber nur einer springt hoch. Der erste FCK-Rückstand seit dem 4. September beim 0-1 in Magdeburg. Kein gutes Zeichen, denn in dieser Saison gingen alle Spiele nach Rückstand verloren. Der FCK geschockt und Würzburg auf einmal mutig und in Spiellaune. Kubacz, diesmal über rechts und in der Mitte Marvin Poirier. 3 Minuten nach dem ersten Streich folgt der zweite. Marvin Poirier verkneift sich wie vorher angekündigt die großen Jubelarien und Marco Antwerpen ist bedient. Der FCK lässt sich da viel zu leicht auseinandernehmen. Kevin Kraus wieder nur Zuschauer bei Poiriers großem Auftritt vor den 20.000. Die Pfälzer auf der Suche nach einer Antwort auf dem Platz. Mike Wunderlich reklamiert da ein Handspiel. Aber da war sicher keine Absicht im Spiel. Schiedsrichter Lars Erbst entscheidet völlig zu Recht auf Weiterspielen. Marlon Ritter dann mit einem weiten Ball auf Kevin Kraus. Die Volksseele am Betzenberg fordert Elfmeter. Aber Schiedsrichter Erbst lässt, bedrängt von Marlon Ritter, weiterspielen. Aber auch hier kann ich beim besten Willen kein Foulspiel erkennen. Es bleibt beim 0-2. Der FCK setzt alles auf Angriff und wird dann blitzschnell ausgekontert. Marlon Ritter als einziger Pfälzer gegen 3 Würzburger. Mit Glück bleibt es hier dank Matteo Raab und dem Pfosten folgenlos. Dann verletzt sich Kevin Kraus am Knie. Noch ist unklar, wie lange er ausfallen wird. Mit einer 2-0 Pausenführung geht Poirier entspannt in die Kabine, während Marco Antwerpen Gesprächsbedarf mit dem Unparteiischen hat. In der zweiten Halbzeit entwickelt sich dann ein Spiel auf ein Tor. Ritter auf Klingenburg. Die Chancen für den FCK werden immer besser. Zimmer auf den eingewechselten Kibrit. Klingenburg. Aber ging da alles mit rechten Dingen zu? Für mich wird Klingenburg da an der Schulter gepackt. Das hätte Elfmeter geben müssen. Schiedsrichter Erbst hat freie Sicht und gibt den Elfer nicht. Der FCK erspielt sich nun Chancen fast im Minutentakt. Wunderlich. Der zweite Ball auf Philipp Hercher. Wieder nichts. Von der Effektivität der vergangenen Wochen ist heute nichts zu spüren. Dem FCK läuft so langsam die Zeit davon. Mike Wunderlich. Würzburgs Bohnmann im Nachfassen. Klingenburg kommt einen halben Schritt zu spät. Kaiserslautern lässt hinten nichts zu und nach vorne versuchen sie es auch spielerisch. Hercher, Klingenburg, toll mit der Hacke, Kibrit, irgendwie will der Ball einfach nicht ins Tor. Der FCK bemüht, aber glücklos. Vielleicht geht ja mal was mit einer Ecke. Hendrik Zuck, Winkler, es soll einfach nicht sein. Auch in der Westkurve kann man sich das nur ungläubig mit angucken. Das Würzburger Tor ist irgendwie vernagelt. Marco Antwerpen
ist bedient. Der FCK verliert nach 6 Spielen erstmals wieder mit 0:2 gegen Würzburg. Und der Held ist einer, der eigentlich gerne geblieben wäre am Betzenberg. Ich bin etwas im Zwiespalt, weil der, wie gesagt, auch schon im Vorfeld gesagt habe, dass der Verein mir wirklich am Herzen liegt. Und wir letztes Jahr echt eine schwierige Phase haben und mit Ach und Krach gerade so den Klassenerhalt geschafft haben. Und ich eine gewisse Verbundenheit zu dem Verein spüre. Leute, ganz ehrlich, war ein Spieler hier bei uns. Die Meinung interessiert mich. Wir haben vorher gesagt, das ist ein guter Spieler. Den müssen wir aus dem Spiel rausnehmen. Ich glaube, zweite Halbzeit haben wir es geschafft. Und dass er Tore erzielen kann, ich glaube, das ist allgemein bekannt. Wie ärgerlich ist es noch, dass ausgerechnet Marvin Poirier das Ding reinmacht? Zum Kotzen. Während Marvin Poirier von seinem neuen Trainer geherzt wird, hat Marco Antwerpen jetzt eine Woche Zeit, seine Mannschaft auf das Derby gegen Saarbrücken vorzubereiten.